Kommentare im Blog sind eigentlich die beste Belohnung für einen Blogger, denn wenn ein Kommentar zeigt, dass man sich in der Tat für das Thema interessiert, dass man vielleicht weitere Ideen dazu hat. Also für mich sind letztendlich Kommentare wichtiger als irgendwelche Werbeklicks oder Flatterklicks. Deswegen, wenn ihr immer bei mir liest und eine Idee habt, dann schreibt ruhig einen Kommentar. Ich freue mich eigentlich über jeden Beitrag. Nichtsdestotrotz, als Websurfer finde ich die Kommentaranhänge in Blogs oder auch Newsseiten manchmal auch ein bisschen unnütz, denn wenn ich suche, nach Informationen suche, dann stehen die meistens im Beitrag und nicht in den Kommentaren. Und wenn ich mir die Kommentare angucke, dann gucke ich sie mir bewusst an oder suche ich sie mir bewusst raus. Deswegen ist das Mitladen der Kommentare in der Webseite eigentlich oftmals ziemlich unnötig, besonders wenn die Blogbetreiber irgendwelche Third-Party-Extension wie Discuss oder sowas verwenden. Da werden riesige Skripte geladen und die Webseite wird lahm und eigentlich braucht man das Ganze nicht. Deswegen gibt es ein relativ praktisches Custom Style Sheet, CSS, nennt sich Shutup CSS von Steve Frank. Und das kann Kommentare aus einer Webseite hinaus filtern. Dazu kann man Firefox oder Chrome oder Safari verwenden. Firefox-User müssen mit Stylish arbeiten. Für Chrome gibt es eine praktische Extension, die nennt sich Shutup und die wollte ich euch mal kurz vorstellen. Wenn ihr bei mir ins Blog guckt, dann kommen wie immer halt in einem typischen Blog Kommentare am Ende. Hier in diesem Fall 33 Kommentare, die mitgeladen werden. Das sind Bilder, die ganzen Nickpics und sind viel Text. Vielleicht nötig, vielleicht aber auch unnötig. Also ich meine, bei euren Kommentaren natürlich immer nur nötig. nichtsdestotrotz, wenn man das halt nicht haben will als Websurfer, muss man es immer mitladen. Deswegen gibt es hier jetzt diese Erweiterung. Wenn ich die installiert habe, habe ich hier einen Button, mit dem ich die Kommentare verstecken kann. Also ich zoome nochmal hier runter zum Ende der Seite. Wenn ich diesen Button drücke, sind alle Kommentare weg. Und sie werden auch nicht geladen, wenn ich jetzt irgendeinen anderen Beitrag öffne. Also zum Beispiel mal diesen Beitrag. Die Extension merkt sich, dass ich auf dieser Domain die Kommentare ausgeblendet hatte. Wenn ich jetzt mal hier runtergehe, habe ich auch wieder keine Kommentare. Und erst wenn ich da wieder drauf drücke, werden sie geladen und eingeblendet. Man muss dabei betonen, die Kommentare werden in der Tat erst dann geladen, wenn ich sie auch wirklich einblenden lasse. Ja, also man spart Ladezeit und auch ein bisschen gewinnt Performance, wenn halt die Kommentare über irgendwelche aufwendigen Skripte geladen werden. Das kann man zum Beispiel bei Oh My God Ubuntu sehen. Wenn ich da jetzt runterlade, scrolle, dann sind jetzt hier auch keine Kommentare da. Klicke ich auf den Button, wird dieses Discuss-Modul geladen. Und die Kommentare sind da, wenn ich sie wieder ausblende und irgendeine andere Webseite oder Seite dieser Webseite lade. Das dauert hier immer ein bisschen länger bei Oh My God Ubuntu. Dann werden wir wieder sehen, dass der eigentliche Beitrag da ist und die Kommentare fehlen. Erst wenn ich sie einblenden lasse, werden sie geladen. Und das macht natürlich diese Webseite viel länger. Das Ganze funktioniert nicht nur bei Blogs, sondern auch bei manchen redaktionell betreuten Seiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach Golem gucke, komme ich hier auch bei den Kommentaren raus. Ein Klick und sie verschwinden. Und sie tauchen auch nicht auf, wenn ich jetzt irgendeine andere Seite des Angebots lade. Nehmen wir halt mal wieder irgend sowas hier. Man sieht auch hier keine Kommentare. Erst wenn ich hier reinklicke, wird die Kommentarübersicht geladen. Und na gut, bei Golem muss man da in diese Diskussionsthreads reingehen. Das funktioniert nicht überall perfekt. Also beim Spiegel zum Beispiel werden, soweit ich weiß, auch hier so kleine Kommentaranrisse geladen. Da hat das Ganze keinen Effekt. Aber bei den wichtigsten Seiten, also generell bei Blogs, funktioniert das eigentlich sehr gut, egal ob Discuss oder die eigene WordPress-Funktion oder was auch immer. Die Kommentare werden nur dann geladen, wenn man es auch wirklich möchte.
Ja, vielleicht hat euch das gefallen, die kleine Erweiterung, und spart euch ein bisschen Ladezeit, besonders wenn man halt vielleicht mit dem mobilen Breitbandzugang im Internet geht, kann das sehr praktisch sein. Also, dann wünsche ich euch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ich denke nicht, dass ich einen weiteren Screenshot mache, Screencast mache, und ja, alles Gute. Tschüss.